Das kannst du kleinen Kindern erzählen, zur Geschichtsstunde oder sonst wem. Aber erzähl mir nicht solche Märchen. Aber Jonas, du kannst es mir glauben. Ja, schön, gut. Aber wer glaubt denn sowas, dass du auf einer Tigerjagd gewesen bist? Natürlich, immerzu war ich auf einer Tigerjagd. Ich werde das mal vormachen, Jonas. Pass mal auf. Ja. Also ich schleiche, ja? Ja, du schleichst, ja. Ich schleiche also durch den dichten Tann. Also Moment mal. Durch den dichten Tann ist doch schon Blödsinn. Warum? Denn im Tannenwald gibt es keine Tiger. Wo dann? Du schleichst also durch den Dschungel, ja? Ist recht gut. Ich schleiche durch den Dschungel. Ja. Ich schleiche und schleiche und schleiche. Ja, schön. Prima. Es ist eine Hitze. Ja, schön. Ja. Oh, also eine Hitze, Junge. Ja, schön. Oh. Ja. Also eine Hitze. Ja, ich glaub's ja nur. Also ich schleiche. Überall im Dschungel grüne Blätter. Ja, schön. Ja. Und eine Hitze. Ja, ich glaub's ja nur. Also ich schleiche. Und man wird zerstochen von den Moskwitschs. Von den Moskitos. Ja, die auch. Gefährlich. Also ich schleiche. Und es ist eine Hitze. Ja, schön. Jetzt komm doch mal runter von deiner Hitze. Bin doch noch gar nicht oben. Also bitte. Also ich schleiche und ich schwatze so vor mich Was hin. Was machst du? Ich schwitze so vor mich hin. Ja, ich denke auch. Es ist eine hitzende Drücke. Drückende Hitze. Drückende Hitze. Mann. Und ich schleiche. Oh. Also was ich da so schleiche. Ja, Moment mal. Du schleichst, du alte Blindschleiche. Was? Wo ist denn nun bitteschön dein Tiger? Na was denn? Jonas. Ja was? So ein Pech. Wieso? Heute ist kein Tiger da. Also nee, lieber Freund. So haben wir nicht gewettet. Wir machen jetzt ein kleines Experiment, ja? Auch das noch. Der Tiger ist da. Der Tiger... Moment. Plötzlich knackt es im Unterholz. Wer ist denn das? Der Tiger. Der hackt Holz? Quatsch, der hackt Holz! Plötzlich siehst du seine Lichter funkeln. Ach, der kommt mit dem Auto. Nicht doch! Die Augen sind die Lichter. Ach, Jonas, also so ein Unsinn. Sagst du, mir tränen die Augen oder mir tropfen die Lichter? Also nur ist genug, ja? Weiter. Weiter? Plötzlich spürst du den heißen Brodem des Tigers im Genick. Ach ja. Hm? Was spüre ich? Den heißen Brodem. Ja, ich spüre den heißen Bruder im Genick. Heißer Brodem! Was ist denn das? Oh, die Puste, der Atem des Tigers. Ein Tiger? Ja, die spürst du im Genick. Das ist gefährlich. Bitte, was machst du? Oh. Ich mach erst mal einen Kragen hoch, ja? Bitte, ja? Nimm dich doch zusammen. Bisschen vernünftig drüber unterhalten, mach ich ja? Mach ich ja. Also, nehmen wir an, da drüben steht der Tiger. Wo? Da. Da? Ja. Und vielleicht noch ein bisschen weiter weg, ja? Da. Gut, wie du willst. Also, der Tiger steht da. Ja? Du stehst hier, ja? Ist recht, wo stehst du? Na, ich bin ja gar nicht dabei. Na, das ist typisch. Wenn's gefährlich wird, bist du weg. Also Moment mal, ja? Nun mal los. Jetzt musst du doch handeln. Ja, ich verhandle jetzt mit dem Tiger. Nein, du sollst schießen. Ach ja, richtig. Also ich schieße. Ja. Also ich reiße das Gewehr an die Backe. Wange. Backe ist woanders. Ich schieße aus der Hüfte. Bum, bum, bum. Ich schieße aus der Hüfte. Bum, der Tiger liegt. Ja, der liegt. Der ist vor Lachen umgefallen, als er dich gesehen hat. Also Jonas. Also, jetzt in aller Ruhe. Ein kleines Experiment, habe ich gesagt. Bitte. Ja? Da drüben steht der Tiger. Hier stehst du. Du reißt das Gewehr an die Wange, willst schießen und das Gewehr geht nicht los. Tja, was machst du jetzt? Ach, herrje. Ja. Och, nee, Jonas. Das Gewehr geht los. Es geht los. Du sollst es doch nur annehmen. Na, sowas nehme ich nicht mal an.
Du sollst dir vorstellen, da drüben stünde der Tiger, hier stündest du. Und das Gewehr geht nicht los. Bitte, was machst du? Es geht um dein Leben. Ja, der Mensch muss sich zu helfen wissen. Ja, bitteschön, tu das. Na los, komm, so ein Tiger ist ein Raubtier, ja, Mensch. Ja, also ich nehme das Gewehr. Ja. Und stell's weg. Was? Wieso? Was willst du denn jetzt machen? Ich greife in den Busch. Wohin? Ins Hemd. Was? Ins Buschhemd. Ah, Buschhemd. Greife ja. ich hinein und hole ja. das Messer heraus. Das Messer, ja. Das Buschmesser. Ja, das Buschmesser, ja. Ich zeige es dem Tiger. Ja, ja, du zeigst es ihm. Er sieht es. Ja. Und er macht sofort die Beleuchtung aus. Ist denn sowas möglich? Es ist doch ganz klar, wenn du jetzt mit dem Messer dastehst, dann setzt der Tiger zum Sprung an. Es ist ein gemeiner Tiger. Oh Quatsch, Mensch. Ist ein ganz gewöhnlicher Tiger. Also jetzt geht's los, ja? Auf jeden Fall. Er setzt zum Sprung an. Ja. Er kommt immer näher. Ja. Ich habe das Messer. Ja. Also Jonas. Was denn? Das Gewehr geht los. Es geht los. Lieber Freund, es kann nicht losgehen. Er kommt. Er nähert sich. Ja. Er kommt Schrott für Schrott. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Mann. Kommt er heran auf seinen Sammetpfötchen. Ach Quatsch, Sammetpfötchen. Auf seinen Tatzen. Er kommt auf die Matratzen. Ich habe das Messer in der Hand. Ja. Ich drohe ihn nochmal. Na dann los jetzt. Und jetzt haue ich ihm das Ding zwischen. Und der wird sich wundern. Wieso denn? Ja, jetzt passiert ja was. Was passiert denn nun schon wieder? Ja, jetzt komme ja ich komme. Ja, schön. Und es ist eine Hilfe. Ja, das wissen wir jetzt. Also Jonas, jedenfalls jetzt geht's los. Ja. Also ich nehme das Gewehr. Ja. Und jetzt ist hier die Frage, sein oder nicht sein. Also bitte, ja, jetzt spiel hier nicht Hamlet. Es ist kein Hamlet, das ist ein Tiger. Also bitte. Also ich nehme das Gewehr. Hm? Ich setze an. Ich dreh's noch mal rum. Ja, wie oft willst du es denn jetzt noch rumdrehen? Das Gewehr geht los. Es geht los. Lieber Freund, es kann nicht losgehen. Ich habe gesagt, es ist kaputt. Aber nein, es ist eine einzige Patrone im Lauf. Und diese eine Patrone ist feucht geworden. Wer war das? Quatsch, wer war das? Ist doch vollkommen egal, wer das war. Moment, hat der Tiger einen Augenblick Zeit? Wieso? Dann könnten wir inzwischen die Patrone trocknen. Bitte, ja? Bring mich jetzt nicht zur Verzweiflung. Das ist ein Raubtier, das kommt auf dich zu. Du sollst dich wehren. Bitte, mach jetzt. Also ich nehme das Gewehr. Ja. Ich setze an. Ja. Ich hau. Was haust du denn nun schon wieder? Ich hau ab. Ja, ich hau ab. Gut. Halt. Ab, was? Jetzt sehe ich ihn doch mal kommen. Ja. Er kommt. Ich drehe mich rum. Ja. Er reißt das Maul auf. Na dann los jetzt. Was ist denn? Oh, Jonas. Was ist denn los? Oh. Was denn? Jetzt dachte ich, jetzt kam noch ein Tiger. Ach, Quatsch, Mensch. Oh. Das war ich doch. Na, ein Glück. Also, jetzt. Der Tiger kommt langsam Schritt für Schritt auf dich zu. Und ich hau ab. Na. Gut, akzeptiert. Du haust ab. Du ergreifst die Flucht. Aber wie? Und der Tiger hinterher. Der kriegt mich nicht. Was? Der kriegt dich nicht. Ich lauf ja schnell. Ja, du läufst ja schnell. Und außerdem hab ich Angst. Ja, ist ja ein Raubtier nicht. Der kriegt mich trotzdem nicht. Wieso denn nicht? Denn ich laufe im Zickzack, Zickzack. Ja, ja, ja. Und der Tiger im Zickzack hinterher. Ja, aber wenn der auf Zick ist, dann bin ich auf Zack. Und Zick ist denn sowas möglich? Ja, Zickzack, ja, ja, Zickzack, ja, ja. Zickzack. Fällt dir denn nichts Besseres ein? Was Besseres? Wird doch wohl ein Baum im Urwald rumstehen, oder? Ja gut, das dürfte anzunehmen sein. Also, da steht ein Baum. Na, dann gehe ich auf den Baum. Ja, bitteschön, dann geh auf den Baum und der Tiger hinterher. Ich denke, das ist ein Raubtier. Ja, es ist ein kletterndes Raubtier. Ein kletterndes Raubtier. Ja, ja. Dann klettere ich auf Ast. Ja, der Tiger klettert hinterher. Dann springe ich runter. Der Tiger springt hinterher dir ins Genick und hat dich. Mahlzeit. Na. Also Jonas, was ist nun? Bist du mein Freund oder der Freund vom Tiger? Ich wollte ja nur wissen, was du machst, wenn das Gewehr nicht losgeht. Na dann hat der Verkäufer gesagt, dann tauscht es um. Oh, ist das sowas möglich, du?